Was trinken wir heute, Rico? Mensch, Sumpf Original. Genau. Das Original erhält durch die besonders fein dosierte Hopfenwaren seinen außergewöhnlich abgerundeten Geschmack. Naja, also dadurch, dass wir das ja schon kennen und dadurch, dass wir das Mönchshof Hell und das Mönchshof Landbier so gut bewertet haben, spricht das mich sehr an. Aber auch so, wenn ich es nicht kennen würde, das sieht schon gut aus. Also ich hab auch drauf. Hop auf! Oh, auf. Oh, das gibt schon mal nichts ab. Vom Faktor, sehr gut. So. So, dass das keiner sieht wieder, wie immer. Bin nicht so gierig. Oh, 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 oh. Das war verschüttet? Ey. Das war zu gierig. Mann, hier. Wir haben noch alle da. Ja, siehst du, genau deshalb habe ich das gemacht. Und jetzt schon mal die Deckel zu liefern hier. So, ist da immer auch raus. Nee. Wo ist hier bitte der Eingießer hier? Na, sag mal. Achso, wie sieht's denn aus? Ich hab richtig Bock drauf, wenn ich das so sehe. Der Schaum hält sich auch wunderbar. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass du ja so aggressiv eingegossen hast, aber. Ja, die Farbe ist top, schön klar. Prost. Ist so, Prost. Na, nennt man das Herb? Voll lecker, nennt man das. Sagst du nicht? Nee, ist kein Uwe drin. Ist kein, ja, da ist auch kein Uwe drin. Wir kennen das Bier ja schon nicht. Gold. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Bewahre es gut und schütze es vom niedrigen Lieben, welchen es nach diesen hervorragenden Hopfentank dürstet. Also. Ja, Mönchshof. Wunderbar. Bin ja mal wieder begeistert. Ja, Mönchshof, echt geil. Das war jetzt das dritte Bier von Mönchshof. Was gibt's als nächstes? Duscht. Oh. Als nächstes gibt es was aus der Heimat. Ein Kellerbier. Naturtrübes Kellerbier. So, da ist es. Ja, lass mich überraschen. Was hat die Leber dazu sagen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, wir müssen hier noch ein paar Karten schreiben. Ah ja. Für die Kollegen. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao und Prost. Gut Schluck, oder? Bis demnächst.